Guten Abend. Was ist das eigentlich für ein Automat hier? Sieht aus wie so ein Schneider. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Warum ist die warum ist die Verwahrstelle hier in Shantytown? Das macht überhaupt keinen Sinn. Noch haben wir sie scheinbar nicht alle. Ach, da oben sind auch noch welche. Zurzeit sehe ich niemanden. Ach doch, natürlich jetzt. So. Hey. Ach, da oben ist auch noch. Bitte sehr. Danke. Getimt. Ich versuche Nachschub zu liefern. Welche Panzerfaust kann ich gut gebrauchen? Ein paar Schuss brauche ich noch. Oh, ist hier hinter uns jemand? Na dann. Hier! Ach, da oben! Mein Gott. So. Ja! Ich wusste gar nicht, dass wir das jetzt gar nicht hätten schaffen können, ohne dass wir das machen, aber egal. Salze, wie sieht's aus? Elizabeth, du bist ein Engel. So, haben wir den jetzt? Ich bin noch am Suchen. Komm, wir machen den einfach zu unserem Verbündeten und dann schießen die anderen automatisch auch auf den. Na dann? Bitte sehr. Hey! Warte, hier, bitte! Hier gibt's überall Waffen. Hier gibt's sogar Waffenschränke, die hier rumstehen.
Ein Waffenautomat sollte erstmal gegen den kämpfen, der nur noch ist. Stop the Vox. Wow. Was haben wir hier unten? Ach, auch nur ein Weg Richtung Eingang. Aber sonst ist hier irgendwie nichts. Ich suche ja irgendwie immer noch das Schächtelchen, das wir öffnen können mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Aber ich glaube, dafür bin ich schon ein bisschen zu weit. So. Nein, ach, wollte ich gar nicht. So, Präzisionsgewehr. Kann ich das brauchen? Naja, immerhin besser als das hier, ne? Aber klar. So, noch was. Da hinten waren wir, da unten komme ich sowieso her. Hier wollen wir sowieso hin. Aber ansonsten fällt mir gerade nichts mehr ein, was wir sonst noch wollen. Jetzt habe ich ein MG und ein Scharfschützengewehr. Das müsste ja eigentlich reichen als Ausstattung. Und ich nehme statt des Präzisionsgewehrs nehme ich vielleicht doch wieder das hier. Auch wenn es wenig Muni ist. Jetzt habe ich wieder welche. Gewehr ein Schloss. Das kriege ich hin. Will ich hoffen. Erledigt. Ahaha. Ja, dann geh doch mal vor. Vielleicht steht dahinter jemand, der einen Hinterhalt hat. So, Shantytown war jetzt gar nicht so schlimm. Die meisten Leute waren ja recht... Naja, sie haben nicht genervt. Nerven im Sinne von uns mit Blei beschießen. Hier ist scheinbar Sicherheitsalarm. So wie ein iRobot. Sicherheitsalarm. Columbia Authority. Ja, wissen wir schon, dass das hier Autorität ist und so. Nee, hat nicht so viel Muni. Repetiere es scheinbar. Booker, da drüben ist ein Lockpick. Ach gut, dass du es gesehen hast, in dem Moment, wo ich es auch sehe. Du solltest mir die Dinger zeigen, die ich übersehe. Das Wort des Propheten präsentiert, Fitzroy gesichtet. Irgendwann wird es zu viel. Die sollen mal einen Film drehen, wie er sie besiegt. Das wäre ja... Boah, bessere Propaganda gibt's ja wohl gar nicht. So. Da. Geht klar. Er ist es. Danke. Seh zu, ob ich noch was finde. Ach, noch jemand? Da ist ein Patriot. Nein, Patriot. Oh. Ah!
So. Oh. Elizabeth? In Ordnung. Boah, den Patriot, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dass er plötzlich hinter mir war, vor allem. Boah. Ich laufe absichtlich so langsam. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Okay. Warum hat das was damit zu tun, dass sie aus Versehen zu lange blieb? Naja, so, ich gehe mal nach oben gerade. Ich schau mal, da war ja auch noch ein Raum. Hier ist was. 5 Picks. Was ist denn dahinter? Oh. Willst du dir das mal ansehen? Bin dabei. Ach, doch, ja, lauf durch die Wand, alles klar. Bitte sehr. Schild werde ich mal als erstes aufstocken. Ich fühle mich schon besser. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Nee, die Reichweite vom Nahkampfangriffen will ich auf keinen Fall abgeben. Das ist das Beste, wo gibt. Die Reichweite. Was ist das? Panzerfaust. Eigentlich besser als das, ne? Weiß nicht, ich finde das MG nicht so super, also ist es in Ordnung, aber es gibt Besseres, es gibt Besseres, so viel kann man sagen. Was findet sich hier? Ein Klo oder sowas in der Art. Ach, eine Dusche, oh, oh. Ist das überhaupt Frischwasser? Hier ist aber irgendwie. Warte, da war was. Tasche durchsuchen. Der Raum war jetzt aber relativ nutzlos. Was ist da noch? Hier war in der Mitte noch was. Aha, Infusion. Warte, da mache ich jetzt doch mal vielleicht die Salze mal ein bisschen höher. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Ach so, es ist ja nur die Beweismittelverwahrung. Da muss ja nie jemand dran. Das fällt vielleicht erst in 10 Jahren auf oder so.
Unwichtige Kleinigkeit. Gut, dass wir die vorher zuerst gefunden haben, sonst hätten wir jetzt zurückgemusst zu dem Bar und dann wieder hierhin. Da ist ich da, da habe ich was richtig Kluges gemacht und das wusste ich noch nicht mal vorher. Wusste ich wirklich nicht, so. Egal. The Vox Threat, Daisy Fitzroy. We must find this bitch. Die kennen ein böses Wort. Was steht da noch? Leader of the Vox, Merciless. Was heißt nochmal Mercy? Erbarmungslos. Location unknown. Ja, das. So, er ist tot. Die kenne ich alle nicht. Die kenne ich alle nicht. However. Ja, gut. Das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel für die ominöse Beweismittelverwahrung und können da jetzt hingehen. Ich vermute bzw. weiß, dass das im Keller ist, denn der Keller ist das einzige, wo wir jetzt noch nicht waren. Und außerdem, das wusste ich ja noch. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. So, Elizabeth? Eine Sekunde. Wie viel Nadeln hat die eigentlich? Die müssten doch längst kaputt Bitte. Sein, oder? Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Na klar. Das ist doch das Einzige, was sie will. Vielleicht aber auch nicht. Man kennt ja das Sprichwort, gib einem Mann Macht und der zeigt sein wahres Gesicht. Gut, dass Daisy Fitzroy eine Frau ist, ne? The Founders will bleed. Okay, ja. Die Gründer. Das sind viele Geräte. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Ach, wirklich? Hätte ich mir überhaupt nicht denken können, dass so ein paar Geräte zum Waffenschmieden nicht mal eben irgendwie so ein paar Schraubendreher sind oder so. Was ist das? Ah. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Das Spiel sagt ja. Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich stimme zu, so. Ich gehe davon aus, dass alle durchsuchten Kisten nach wie vor durchsucht sind, aber der Rest ist anders. Und von draußen kommt rotes Licht rein. Und es ist scheinbar Krieg. War ja vorher zwar nicht so. Einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen. Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Na
Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Box. 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 Wieso ist es weg? Box. Box. Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Was ist das denn? Der Bullyard. 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 Whatever. Waren wir da nicht vorhin? Oder ist das was anderes? Oh. Hi! Nee. Ich höre gerade nur der Fitzroy zu, der dann redet, und das sind scheinbar Gründer. Irgendwie sind wir jetzt auch wieder auf der Seite von Comstock. Oder was heißt wieder? Oh. Hart verwirrend, wo ich hier hinfliege überall. Ich bin etwas verwirrt von den Kämpfen hier. So, ich verfolge die mal. Es gibt nichts Schöneres als Vox Populi zu verfolgen. Wo fliege ich jetzt hin? Warte, ich bin total verwirrt gerade. Ach, guck mal, genau hier wollte ich hin. So. Das sind meine Verbündeten. Merke ich gerade erst, dass das da steht. Na egal, ich würde sagen, dann haben wir irgendwie schon alles geschafft scheinbar, denn meine Verbündeten sind ja die da rum. Hä? Jetzt schießen die auf mich? Weißt du was? Ist mir alles total egal. Ein Lockpick gefunden. Hä? Wo denn?
Das ist übrigens da wieder Fortunate Son, ne? Das ist allerdings diesmal die etwas ältere Version. Gealterte Version. So. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Okay. Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase, sie blutet. Ich kann kaum denken, ich hab zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Booker, komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Zwei Erinnerungen an dieselbe Sachen haben, ist wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Aber wenigstens sind wir jetzt ein Held. Drück mal gerade Pause, denn offenbar sind wir tot. Das ist keine gute Nachricht. Andererseits sind wir jetzt gerade wieder am Leben, was die ganze Welt auf den Kopf stellen dürfte. Dieses dritte Columbia wird wahrscheinlich noch andere Überraschungen für uns bereithalten. Hoffen wir, dass es gute sind. Die einzige gute Überraschung für dieses Video könnte jetzt eine positive Bewertung sein, aber da seid nur ihr für verantwortlich, deswegen, ich mische mich da nicht ein, ich wollte nur so die Richtung weisen. Die Richtung heißt, in die Zukunft, nämlich morgen, da kommt die nächste Folge.